Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part Let's Play Need for Speed Undercover. Weiter geht es. Wir könnten hier theoretisch eine Flucht machen. Machen wir aber mal nicht. Wir suchen uns was Spannenderes. Da wir festgestellt haben, im letzten Part sind wir da nicht so gut drin. Zumindest nicht mit diesem Wagen. Oh, ich glaube, ich schaue dann wohl doch besser auf die Karte. Was haben wir denn hier noch? Ja, hier haben wir eine Flucht. Sprint. Sachschaden. Wir machen heute mal nochmal einen Sachschaden. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Verfolgen. Unterwegs in nördlicher Richtung. Auf der Sappen Lane. Oh, wow. Das Fahrzeug ist ein grüner Sportwagen. Moment, gleich wissen wir mehr. An alle Einheiten, Alarmstufe 2. Wiederhole, Alarmstufe 2. Oh. Der Zivilfahrzeug getroffen und ist abgehauen. Führer, seine Achse noch um 10.50 erweitert. 1.900 schon, aber wir sollen in 3 Minuten auch 15.000 schaffen. Erstmal hier Nitro zünden. 2.300. An alle, bitte Lagemeldung. Oh, den haben wir weggecheckt. Aber auch hier wieder nichts. Zum Niedermachen. Also nichts irgendwie was runterfallen lassen oder so. Fahren wir mal hier durch, 3.125 an Schaden. Wir haben ihn, wir haben uns wieder von hinten. Da, verdammt, wir wurden getroffen. Wir haben ihn gefunden. Zugriff. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Ah, was machst du? Oh, wir müssen hier raus. Und die Zeit ist der knapp. Nitro, 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 Nitro. Sichtkontakt zum Flüchtigen verloren. Folge seiner letzten bekannten Fahrtrichtung. Oh, jetzt hängt es gerade ein bisschen. Aber es sieht nicht gut aus. Ich habe ihn eingeholt, letzte Verfolgung vor. Ja, ich sehe ihn vor mir. Gut, nee, das wird nicht reichen. Ist in südlicher Richtung gefahren. Jetzt geht's wieder durch den Tunnel, aber das wird halt alles nicht reichen. Ja, er hängt mich ab. Ich verliere ihn vielleicht, bleibt auf Empfang. So, Nido ist auch schon wieder leer. Ja. Hab Sichtkontakt zu Verdächtigen verloren. Reicht das wieder? Wir sehen ihn. Wir sehen ihn vor uns. Nitro aktivieren. Ich hab jetzt auch ja, wir schaffen das nicht. Wie sieht's aus mit Verstärkung? Warte, ich suche noch weitere Einheiten. Mal sehen, ob ich euch einen Heli rüberschicken kann. Oh, da gibt's nochmal 3.000. Okay,
Okay, das ist auf jeden Fall machbar. 5000 haben nur noch gefehlt. Warte, dann gehen wir aber nochmal direkt auf die Karte drauf und machen den anderen mal nochmal. Aufnahme läuft. Den hier. East Copper. Zur Not probieren wir halt einen Sprit oder sowas. 10.000. An alle Streifen, wir haben hier Code 6 Objekte, die sich unserem Einheiten und der Festnahme entziehen. Sofort ausrücken und zum Einsatzort begeben. Das Fahrzeug ist ein grüner Sportwagen. Moment, gleich sind wir mehr. Okay, halten Sie da fest. Halten Sie fest. Kommt durch. Jetzt ist er geliefert. Los, stopp gehen. In die Richtung wollen wir. Erst durch. Er hat die befestigte Straße verlassen. Er wartet eine Sekunde, mal sehen, wohin er jetzt fährt. Fährt jetzt Richtung Nord. An alle Einheiten. Achtung, das passiert jetzt außer Gefecht. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Plan. Ich komme nicht vorbei. So, komm. Nein! Das bleibt euch aber überhaupt nicht. Wir lassen ja mal gerade. Schnell eine 29. Okay, ich hab dich verpackt. Der lässt sich gerade überhaupt nicht mehr. Wir haben Verletzte. Dieser Codex macht uns fertig hier draußen. Und auch nur noch 2 Minuten. Roger, schicke Rettungseinheiten los. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Der Denke ist nach Osten abgebogen. Wir fahren jetzt nach Osten. Okay, gebt jetzt den Rest. Der lässt sich nämlich gerade überhaupt nicht weg. Achtung, ich setze das Ziel jetzt außer Gefecht. Festnahme negativ, das fährt immer noch. Und auch das wird nix. Weiß ich aber, das Auto lässt sich gerade überhaupt nicht steuern. 1, 2. Knapp über 8000 fehlen noch. Ich brauche 4 mehr Einheiten. Alle verfügbaren Einheiten an meine Position. Weitere Bodeneinheiten wurden gerufen und sind unterwegs. Oh, jetzt dadurch. Aber nee, auch das müssen wir nochmal machen. Kontakt zu Verdächtigen verloren. Ich habe ihn eingeholt, dass er Verfolgung braucht. Wir haben zumindest mal den Streifen da. Reifenwagen ausgeschaltet. Habt ihr muss doch mal was sein, wo man die Streifenwagen ausschalten kann. Verfolgung jetzt in nördlicher Richtung. Wir finden halt aber auch nix. Wir verlassen die Straße, wir durch die neue Casino-Baustelle. Code 6 ist außer Sichtweite. Warte, ich suche ihn. Da, ich sehe ihn wieder. Code 3. Ja, auch das müssen wir nochmal machen. Da wäre so geil was gewesen, aber wir treffen es ja nicht. Dabei und irgendwie bringt sie das Erfolg. Hat irgendeiner eine neue Idee?
Ja, die ist doch gar nicht so schlecht. 4900 irgendwas. Oder 4820. Das probieren wir direkt nochmal. Streifen Einheiten, wir haben eine Code 3 Verfolgung. Freie Einheit, bitte melden und zur Verfügung halten. Ich schicke euch jetzt die Details. Er hat gerade die Straße verlassen. Jawohl. Jawohl. Ich sehe, dass der hier und damit hätten wir die Aufgaben geschafft. Jetzt hier einfach nur noch weg. Wir müssen einfach nur noch abhauen. Verfolgung Richtung Westen. Jawohl. Autobahn, da kann man gut beschleunigen. Hab sich Kontakt zu Verdächtigen verloren. Sie, er ist gerade an uns vorbeigereist. Wir sind Code 3. Ah, das gibt's doch nicht. Alle Einheiten im Umkreis. Der Code 6 Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Osten. Wiederhole, in Richtung Osten. Komm. Aus seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Yes! Der Einsatz ist weiterhin Code 6 und wird auf TAC 3 koordiniert. Bam! Es hat zwar lang gedauert, aber jetzt haben wir einen Sachschaden. Dominiert. Und das bedeutet bloß 7% Fahrwerk. Sehr schön. Du machst ganz schön Eindruck. Bleib weiter dran. Die rufen an. Glaub mir. Cop-Action, zieh die Cops an, indem du Verkehrsverstöße begehst. Und dann würde ich sagen, Mama zum Abschluss noch einen Sprint. Da muss ich aber auch wieder auf die Karte springen. Wobei, wir haben erst 13 Minuten, da Mama auf jeden Fall noch ein bisschen was. Wo haben wir denn hier noch einen Sprint? Da hätten wir noch einen Sprint. Schade, ich kann mein Nitro nicht aktivieren. Das müssen wir neu starten. Da haut's uns direkt gegen den Pfeiler. Das geht für mich. Wir halten uns rechts, weil die versuchen da einen in den Pfeiler reinzutreiben. Und dann sind wir auch schon vorbei. Sehr schön. Super, wird gut gekriegt. Sehr schön. Und schon sind wir in Führung. Und auch die Musik ist wieder sehr, sehr geil. Eine Sekunde und 1,55 Sekunden Vorsprung. Weil auf den Strecken kann man dieses Auto wunderbar beschleunigen. Mhm.
so natürlich nicht. Da hätte es beinahe gekracht, weil ich nicht die Abkürzung nehmen wollte. Tricky. Und wir sind... Ah! Das läuft aber heute nicht so gut. Das sieht nicht gut aus. Das müsste man, glaube ich, sogar nochmal fahren. Ja, das müssen wir nochmal machen. Sorry, Leute. Irgendwie läuft es halt nicht so. Der Anfang ist gut. Dann habe ich einmal Sitz gebaut und das ist halt komplett durch. Schön wieder außen halten. Schön Nitro aktivieren. Oh, den hätte man beinahe mitgenommen. Und jetzt Nitro aktiviert. Wir waren ein bisschen sehr eng an der Wand, habe ich das Gefühl. Eine Sekunde Abstand hat der vordere schon. Aber jetzt können wir uns ausbeschleunigen. Sieht nicht gut aus, wir sind Dritter nur. 3 Sekunden von Abstand. Und da sind wir wieder Erster. Läuft doch. Oh, im Moment habe ich ihn gerade gar nicht unter Kontrolle. Aber Nitro regelt alles. Ah! Und da sind wir direkt wieder in Rückstand. Wir sind Dritter und das Rennen ist fast schon gelaufen. Ja, das Rennen ist so eigentlich schon gelaufen, weil der Abstand wächst weiter an. Dass wir dem einen hinten reingefahren sind. Das hat die Kollision verhindert. Oh, das wird eng. Komm. Ah, so knapp. Am Ende hätte es fast noch gereicht. Ja, das müssen wir nochmal machen. Da wird der Part halt etwas länger. Aber mir passiert immer so ein kleiner Fehler. Also zum Beispiel in die Wand reinfahre oder so und dann hängt es dann. Und dann zeigt man ihm die wahre Geschwindigkeit unseres Lotus. 229 sind erreicht.
Nein! Nicht schon wieder hängen bleiben. Und dann geht's wieder ganz nach hinten. Da wird schon wieder eng. Oh, das wird schon wieder eng, meine Fresse. Können wir ihn noch kriegen? Nee. Auch hier dürfte er wieder zu weit weg sein. Wobei... Da sind wir vorbei. Nein! Oh, Kacke! Reicht das noch? Reicht das noch? Jawohl! Oh mein Gott, war das eng! Das war wirklich eng! Da haben wir jetzt richtig lang für gebraucht. Und dementsprechend ist der Part auch ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt, mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Mädö.